Ja, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht. Ich habe den Weg, wie versprochen, zurückgemacht und bin jetzt erstmal hier an diesem Speicherstein und werde jetzt mal euch zeigen, was ich bis jetzt noch so auf dem Weg gelernt habe. Denn ich habe die Tech-Punkte bekommen, die ich haben wollte, um das Rapid Blade aufzujagen und die Arc Cannon. Die ist ja nur für uns, was das angeht, interessant. Deswegen werden wir, und die hat einen Ausrüstungs- bzw. Munitionsslot, werden wir hier die R-Blade ein bisschen hochsetzen. So, und das heißt, wir können sie dann auch das nächste Mal sofort einsetzen hier. Das ist aber was Feines. So, zack, viermal ausgerüstet. Die Cannon können wir nur einmal ausrüsten, ist mir aber jetzt erstmal egal. Hat Virgil eigentlich irgendwas? Nee, Virgil kann nicht ausgewählt werden. Okay, alles klar, Leute. Wir haben letztes Mal also hier noch ein bisschen was beseitigt. Und denkt dran, Leute, Rache ist Blutwurst. Wir werden jetzt wieder den Weg zurück machen. Denn wir müssen uns noch bei einigen Gegnern revanchieren für die Tour, die wir von denen bekommen haben. Oh oh. Jetzt werde ich auch noch angegriffen hier. Muss ja gar nicht sein. Naja, egal. Autsch. Bringt dir auch nichts, Junge. Oh, er boostet sofort. Das ist nicht gut. Er boostet sofort. Mal gucken, was er dann vorhat. Und mal schauen, ob ich auch noch was Interessantes zeigen kann, was er eigentlich vorhatte zu zeigen. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Oh, aua. Das war nicht gut für Cosmos. Aber Cosmos wird jetzt erstmal zeigen, was es mit diesem R-Blade auf sich hat. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee, haben wir noch nicht. Ah, ja, wunderbar. Das ist diese Klinge, die wir aus der Szene gesehen haben. Die den Gegner auch mal eben kurz geplättet hat, wodurch wir keine Tech-Punkte bekommen. Naja, egal. Level habe ich auch nicht allzu viel gemacht. Es gibt einige Leute, die besagen, man sollte lieber sich auf Level 7 bis 9 hochleveln, an dieser Stelle, wo man mit Cosmos und wo man mit Shion da so ein bisschen sich durchprügeln konnte. Bin ich eigentlich nicht der Meinung. Ach ja, ich wollte noch etwas zeigen. Richtig, das war's. Ich habe nämlich in einigen übereinstimmenden Wegen, wo ich drüber gehört habe, erfahren, dass ich diese Schatzkiste in der Voglinde, also, was heißt hier in der Voglinde? Da sind wir. Nur eben halt diese Schatzkiste, die ich da letzte Mal versucht habe zu holen, wo ich die Monster reingelockt habe, dass ich die vorerst nicht bekommen kann. Das hat seine Gründe, denn, soweit ich weiß, muss man das so machen, dass diese Gnosis diese Kiste kaputt schlagen. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich die Gegenstände letztes Mal geholt habe, als ich nach dem Tod... Ja, ich habe sie geholt. Gut. Nachdem ich euch ja gezeigt habe, was passiert, wenn man die Gnosis berührt. So, das heißt, ich werde mal hier einen Gnosis locken, weil hier ist irgendwo einer. Ja, hier oben. Na komm. Wir spielen mal Fang. Komm mal mit. Ich habe mit dir was vor, Junge. Ich habe mit dir was vor. Du sollst mich nicht einholen. Nein, er hat mich eingeholt. Naja, egal. Dann kann ich das leider nicht zeigen. Egal, macht ja auch nichts. Ist auch kein Problem. Dann wollen wir erstmal einen plätten, nämlich den da. Der ist mir nämlich ein Dorn im Auge. Okay, das wird wohl nichts mit dem Plätten. Egal. Dafür hätte sie jetzt den ersten als Crit setzen müssen. Aber dafür macht sie ja genug Schaden. Hoffe ich. Ja, der ist gut vorbereitet. Den wird Virgil gleich wegmachen. Und Cosmos bereitet den anderen schon mal vor. Das ist ja eine ihrer Spezialitäten sozusagen, die Gegner vorzubereiten. Beziehungsweise zu töten. Naja, unglaublich. Aber auch Virgil darf mal wieder an den Zug. Auch wenn er sich kaputt lacht, während er schießt. Naja, egal. Ja, zwei Punkte. Oder doppelte Punktzahl. Und ihr hört auch, Virgil sagt nie was, wenn wir einen Gegner besiegen. Ob das irgendeine Bewandtnis hat? Naja, das werden wir sehen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass ich euch beweise, dass ich hier erstmal in die Kiste nicht drankomme. So. Ihr seht, die Viecher laufen nämlich hier schön rein. So. Nur, Problem an der ganzen Sache ist, ich kann mit dem Vaporizer hier nichts auswirken. Ausrichten geht nicht. Alles klar, kein Problem. Dann wollen wir doch erstmal wieder zurückgehen. Oh, ein kleines Lag wieder zwischendurch. Das ist jetzt wohl teilweise gang und gäbe. Aber solange es nur so minimal ist, habe ich eigentlich keine Probleme damit. Dann wollen wir erstmal hier jetzt wieder durchgehen. Denn den Ort kennen wir auch schon. Wow, 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 der ist aber ganz schön schnell. Der Kumpel.
Naja, egal. Dann machen wir den platt. Kein Ding. Oh, ich glaube, jetzt kommt eine... Ja, jetzt kommt die Gegnersammlung, die ich mir befürchtet habe, dass sie kommt. Ich hoffe, ich kann da auch was präsentieren. Ja gut, jetzt wird es wahrscheinlich nicht klappen. Ja, Cosmos macht ihn kaputt. Kann ich, dann muss ich hier erstmal auf diesen losgehen. Der verteidigt das und ihr seht gleich, er boostet. Ihr wisst gleich auch, warum ich das mache. Denn diese Viecher machen zwar jetzt diesen Blitzregen oder diesen Säureregen, der allen schaden soll, nur ihm nicht. Aber er trifft auch kritisch gegen den anderen Gnosis. Und das war meine Absicht. Denn jetzt ist er eigentlich schon fast vorbereitet für unseren guten Virgil, dass er den mal wegmacht. Ich hoffe nur, dass er es schafft. Naja, das wird wohl eher nichts. Wie dem auch sei. Nur mal, dass ihr das seht. Es ist machbar. Autsch. Okay. Shion, dann mach mal ihn weg. Ich hoffe mal, dass du jetzt mal auch einen Gegner wegmachst. Das wäre mal schön. So. Und bam. Ja, das könnte es gewesen sein. Gut, er ist weg. Ja. Cosmos, du guardest. Denn, ich möchte die Punkte haben. Das ist erstmal wichtig, dass ich hier ein paar Punkte hole. Und dass ich jetzt zwischendurch ein bisschen ruhiger bin, das liegt daran, dass ich mich erstmal noch bei manchen Sachen nachlesen muss. Weil ich habe wieder ein bisschen was gefunden. So. Tadam. Alles klar. Level 7 für Shion. Gut, haben wir das auch schon. Und wir kriegen hier ganz ordentlich Gegenstände. Hier Medikits und so. Das ist alles von Bedeutung. Und ihr seht gleich, dass wir gleich an der gleichen Stelle rauskommen, wo wir letztes Mal waren. Denn ich habe ja gesagt, Rache ist Blutwurst. Ich räche mich gerade an den Gegnern sozusagen ein wenig dafür, dass ich diese ganzen Sneaking-Aktionen machen musste, was mir eigentlich gar nicht gefallen hat. Hier sehen wir auch wieder die Eggs, wie sie hier liegen. Nachdem sie ja geplättet wurden. Von den Gnosis. Bevor Cosmos sich einmischen konnte. Und ja, hier seht ihr, wie ihr seht, eine kleine Kiste. Beziehungsweise ein toten Egg. Ein kaputten Egg. Und ihn haben wir auch schon ausgenommen. Da haben wir ja den Schlüssel für sein Quartier gefunden. Mit einer Kiste drin. Aber es gibt noch was, was ich hier holen möchte. Ganz wichtig, Leute. So, was haben wir hier jetzt? Genau, hier ist nämlich der lange Pfad. Ihr seht den toten Realien und den toten, Mann aus der Werkstatt. Den Mechaniker. Und ich finde hier nämlich einen Stimulator. Der Stimulator ist im Kampf zu nutzen. Erhöht die physische Angriffskraft eines Charakters um 25%, aber nur für den Kampf. Anders wäre es jetzt zu einfach. Tja, dann wollen wir mal jetzt noch wieder zurückgehen. Das war nämlich noch etwas, was ich machen wollte. Ich hätte da nicht weitergehen können. Schon mal als kleine Info für euch. Da wäre es nicht weitergegangen, denn dort war ja die Brücke gesprengt worden von Virgil. Falls ihr euch erinnert, er hat ja die Brücke gesprengt, als die Realians quasi gegen die anstürmenden, noch bis dahin unbesiegbaren Gnosis verwendet hat. Naja, kann man von halten, was man will. Also so prickelnd finde ich das nicht. Übrigens kann ich jetzt auch mal drauf eingehen, kann ich jetzt schon machen. Ich habe, als ich meinen HD-Test gemacht habe, einen Treffer für Drittanbieter bekommen von der IMG UK für visuellen Content. Das Problem ist, ich würde das jetzt nicht erwähnen, aber dieses Content ist überhaupt nicht von denen. Ich werde aber keinen Einspruch dagegen erheben oder so, denn ich bin da eigentlich kein Freund von sowas. So, bam. Oh, das war jetzt nicht so prickling. Egal, wir machen trotzdem weiter. Jetzt darf Cosmos mal mit dem R-Blade. Sie sagt ja selber auch nur R-Blade, deswegen machen wir das auch. Und schaut euch mal, wie sie damit schlitzt. Ja, das ist doch mal beeindruckend. Oh, die Bosheitskanone. Okay, jetzt wollen wir mal dann sehen, was macht unser kleiner Virgil. Na, schlägt mit 67 zu, das ist okay. Den Wert, den kann man akzeptieren. Ja, toll, das war jetzt auch nicht wirklich viel. Und dann wollen wir mal einen Spell Ray wieder rausholen. Mal gucken, was der für einen Schaden macht. Und dann machen wir wieder, hoffentlich mit Cosmos weiter. Nicht mit Virgil. Ihr seht, Virgil und Shion sind auch ziemlich angeschlagen. Was nicht so toll ist. Ja, toll, ich wusste, dass Virgil dran ist. Naja, egal. Da muss ich hoffen, dass Virtus es zu Ende bringt. Ja, dürfte er schaffen. Gut, hat er geschafft.
Ich könnte jetzt, hätte jetzt rein theoretisch mit Shion boosten können. Aber das war ja nicht nötig. Denn danach wäre der Kosmos dran gewesen. Man kann hier gezieltes Aufleveln machen, aber bringt auch nicht immer was. Ach ja, was ich noch dazu sagen wollte, zum Thema Leveling am Anfang. Wenn ich mit Shion auf Level 7 bis 9 mich hochgeboostet hätte, wäre Kosmos automatisch auch Level 7 oder 7 bis 9 gewesen. Also ein von den Level dann. So, und deswegen wäre es teilweise wirklich, hätten das einige empfohlen, es so zu machen. Aber ganz ehrlich, ich gebe da eigentlich nichts drauf. So, man sieht jetzt, wo man eigentlich hier hätte lang gehen können. So, wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir an dem Gang mit den Aufzügen. Denn da geht's weiter mit der Story. Oder? Keine Antwort. Wurde die Brücke etwa auch attackiert? Denke. Shion, ich denke. Ja, wir sollten noch ein paar, einige Gnosis hier noch mitnehmen. Um sie wirklich noch zu plätten. So, vielleicht schafft es ja Shion jetzt mit einem Angriff. Was ich jetzt schon bezweifle. Ich bezweifle es jetzt schon, Leute. Hep, hep, hep. So, und? Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Schaden sie gemacht hat. Ja, na, nicht genug. Machen wir trotzdem weiter. Blaster. Bam. Das war's für den Gnosis. Bam. Und es gibt einen... Ihr habt es schon gemerkt, warum ich den Unterschied... Warum ich mit dem... Bei dem Anfangs mit diesem Leveling-Kämpfen das gemacht habe mit Shion, dass ich nicht in den Egg gegangen bin. Das liegt daran, dass ich dadurch mehr EXP erhalten habe. Muss man dazu sagen. So, dann werden wir jetzt mal den richtigen Weg gehen. Ihr seht, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Wo wir letzte Mal ja noch den Decoder mit der 18 genommen haben. Aber hier geht's halt weiter. So, soweit ich das in Erinnerung habe. So, es ist nämlich nicht mehr allzu viel, was wir hier auf diesem Schiff machen müssen, Leute. Soweit ich mich entsinnen kann. Und, macht Shion den Rest? Natürlich macht sie den Rest. Jetzt macht sie ihn platt. Egal, wir kriegen immerhin Punkte. Die Punkte sollte man immer mitnehmen. Auch wenn ich jetzt ein paar nicht mitnehme, weil ich in meinem Sinne, in meinen Augen schon überlevelt bin. 21 Sekunden pro Kampf, das ist auch absolut akzeptabel. Ah, den Field Boost, den nutze ich jetzt noch raus, um den zu plätten. Weil er doch relativ nervig ist, der Typ. Muss ich sagen. So, und ihr habt gesehen an dieser eine Kiste, wie gesagt, kam ich nicht dran. Da hätte ich den Gnosis hinschicken müssen, der hätte das alles aus dem Weg geräumt. So wie ich das verstanden habe. Bin mir aber dessen nicht mehr so sicher. So, bam. Und das war's für ihn. Tja, solange die immer nur einer sind, ist das sowieso kein Problem für uns. Dann machen wir sie immer weg. So, und ihr seht, was wir dass wir ganz schön ordentlich hier EXP bekommen. So, dann bam. Alles wegmachen. Bam, alles wegmachen. Dann gehen wir noch mal einmal kurz in Shions Quartier. Denn da haben wir ja letztes Mal gespeichert auch. Ich werde jetzt hier nämlich erstmal resten. Ich habe nur die Biosphäre letztes Mal einfach nur gezeigt, weil ich mal zeigen wollte, wie das funktioniert mit der Biosphäre. Und jetzt haben wir HP und EP restauriert und können weitergehen. Die Gegner sind zwar jetzt wieder da, interessiert mich aber gar nicht. Weil ich jetzt hier lang runterlaufe. Und hier geht es eigentlich auch mit der Story weiter. Die Tür haben wir ja schon geöffnet, da war ja dieser... Genau, das wollte ich auch noch machen. Nee, nicht in X. Sondern im Charakter-Screen, nämlich... Einmal hier ein bisschen umrüsten. Den Blitzmantel, den gibt sie nämlich wieder ab und kriegt den blauen Ring zurück. Denn es ist ja eine Sache, die Blitzschaden abwehrt. Deswegen sollte sie auch für Shion sein, so wie jetzt zum Beispiel gegeben, dass der Blitzschaden nicht so hoch ist bei ihr, wenn es Blitzangriffe gibt. Gehen wir mal hier einmal rein. Drücken wir mal auch da aufs Knöpfchen. Ja, wir drücken den Knopf. Mal gucken. Genau, jetzt gehen die Türen wieder zu. Jetzt müssen wir nämlich nicht befürchten, dass diese Gnosis wiederkommen. Auch wenn jetzt wieder die Geschichte erzählt wird, das ist mir eigentlich egal. Und ich habe es jetzt erstmal so gemacht, dass ich den Ton runtergeschraubt habe. Dass man nicht unbedingt, dass ich jetzt nicht immer mich selber nicht höre. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe die letzten Male mich selber nicht gehört, wenn ich aufgenommen habe. Und das war nicht so prickelnd, Leute. So. Okay, wir haben wieder unsere Lieblingsgegner. Ich hoffe mal, dass ich diesen wegschnallen kann. Das wird jetzt schon eher gar nichts. Mal schauen, ob Shion trifft. Ihr seht schon, was das bringt. Wenn man die Gegner so wegknallt. Und so weiter. So,
So, dann machen wir als nächstes mal den, der hier ganz nah dran ist, kaputt. Zack, der ist schon mit einem Schuss kaputt. Deswegen boostet er auch jetzt nicht. Das muss man noch dazu sagen. Er hätte jetzt geboostet, wenn er dran gewesen wäre und noch überlebt hätte. Tja, dass wir jetzt hier unseren Virgil als Gegner haben für den, ist auch nicht so prickelnd. Hätte lieber nicht so. Aber egal, müssen wir durch. Immerhin holt er die doppelte Punktzahl für einen von diesen Viechern raus. Alles klar, lass uns weitergehen. Mhm, können wir machen. So, ich glaube, wir kamen auch ursprünglich von hier. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir kamen von hier. Müsste hier gewesen sein. Ich weiß, ich hätte jetzt wieder so einen Feldbonus nehmen können, aber eigentlich seht ihr, von dem Level, den ich habe, ist das eigentlich überhaupt nicht notwendig. Deswegen war das auch so einfach mit der Rache. Sonst wäre es überhaupt nicht so einfach gewesen, sich an den zu rächen. Es gibt einen Spell Ray wieder. Bam! Ich weiß nur, dass ich diesen Skill sogar sehr lange benutzt habe. Damals, als ich das Spiel durchgespielt habe. Mal gucken, ob der jetzt was dagegen hat, wenn ich ihn ein bisschen schlitze. Oder ein bisschen slashe. Um mich schon mal auf ein baldiges Projekt vorzubereiten. Zu slashen! Ja. Slasher. Wunderbar. Gut, wir haben wieder ein paar Punkte bekommen. Ether-Punkte haben wir auch schon. Und ein Ether-Upgrade. Schön. Was es hier nicht alles so gibt für Gegenstände. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Ich könnte die Technik erhöhen, dass sie erhöht wird. Ja, den Spell Ray hätte ich gerne aufgepusht. Shion, gut. Es geht, glaube ich, bis zu Level 9. Kann man die Sachen hochpushen. Gut, dann wollen wir noch auf die Ether gucken. Dass ich die Ether-Punkte benutze. Medica. Weiterentwickeln in Analyze oder Goodbye. Ich denke mal, ich werde als erstes mal auf Goodbye gehen. Und dann, ja, nochmal weiterentwickeln auf Analysieren. Gut, haben wir das auch schon fertig? Gut. Evolve, wir können uns da nicht weiterentwickeln. Ihr seht schon, es ist so eine Art Sphero-Brett schon fast wie aus Final Fantasy X. Mode A7, Focus Physics, ja, wir entwickeln das weiter. Und indem wir die Macht des Gegners runterschrauben. Gut, haben wir auch. Ihr seht, Kosmos-Punkte brauchen sehr schön viel Punkte. Also, nicht so prickelnd. Egal. Wir machen erstmal hier noch einiges kaputt, um Punkte zu sammeln. Kamen wir von hier? Kosmos hat das Fenster verwendet, also können wir nicht durch den Realien an Heilanstalt rein. Durch. Stimmt. Wir würden rausgezogen werden. Auch wenn Kosmos da noch irgendwie stand. Ja, hier noch ein kaputter Egg, den wir ja noch letztes Mal schon gesehen haben. Hier ist noch ein Gnosis, den ich gerne hier ins Feuer locken würde. Ja. Gut, wir haben ihn in die Flamme gelockt und jetzt können wir ihn plätten. Er hat es nicht anders gewollt, Leute. Es sind zwei davon. Und wir haben auch einen Boost-Vorteil jetzt gegen den gegenüber. Schön. Machen wir erstmal den hier. So. Und wollen wir hoffen, dass Kosmos gleich ein bisschen Schaden macht, Leute. Das wäre gut. Bam. Dann booste ich einmal mit Shion. Denn ich möchte einen davon eigentlich doch kaputt machen. Denn ihr habt gesehen, der Spell Ray hat einiges an Schaden gemacht. So. Und ich möchte eigentlich so gut wie gar nicht auf unseren Virgil zurückgreifen. Ja, die Lags zwischendurch kann ich leider nichts für, wie gesagt. Das ist aufgrund der Tatsache, dass ich meine Aufnahmemethodik doch ein bisschen der Atmosphäre anpassen möchte. Das stimmt schon, wenn einige sagen, hör mal, auf Fensterbildschirm oder auf Vollbild. Das sollte man schon berücksichtigen. Und das mache ich jetzt auch. Oh, jetzt hätte ich Runic Blade machen können oder R-Blade. Egal. Kein Ding. Der ist ja trotzdem kaputt. Wir haben es ja geschafft, die Gegner zu plätten. Auch wenn sie solchen Pinöppel am Körper haben. Wir bekommen für die ordentlich Punkte. Also 73 Punkte sind nicht zu verachten. So, dann geht's hier nach unten weiter. Ich gucke erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Aha. Ja, ja, hier ist nämlich einiges noch, was man aufsammeln kann. Und natürlich Gegner in Boxen. Das haben wir auch schon festgestellt. Ich weiß jetzt nur nicht, was da drin ist. Wahrscheinlich diese Krabbelfiecher. Ja, die Krabbelfiecher. Und sie boosten sofort. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Geht sofort einen auf die Omme. So geht das ja mal gar nicht. So. All diese Schandtaten, die ihr mit uns gemacht habt. Dafür kriegt ihr jetzt die Quittung. Teilweise mit Zeitlupenmodus.
Ist mir aber auch egal, wenn so ein Lag jetzt hier so drin ist, vor allem in den Spielen, wo ich auf die Memory-Karten, auf die Speicherplätze angewiesen bin, wie Rollenspielen, da ist mir das eigentlich vollkommen peng. Aber wenn es in anderen Spielen ist, wo ich öfter speichern kann, ist es sowieso eine andere Geschichte. So, gut, 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 haben wir das auch beseitigt. Und solange es immer nur so kurze Lags sind, habe ich auch nichts dagegen. Gehen wir mal hier nach oben, machen die Kiste kaputt und hier finden wir einen Fluchtsack. Ja, wunderbar, haben wir auch wieder. Okay, das Lag stört ein wenig. Jetzt habe ich nämlich auch im Spiel drin. Aber egal, kein Ding. Wir machen das auch so hier. Ich muss sie ja diesmal nicht so oft unterbrechen. Wie letztes Mal, als ich aufgenommen habe. Da musste ich ja verdammt oft unterbrechen. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Okay. Sieht gut aus bisher. Und Pfund. Gut, haben wir das auch weg. Und jetzt sind wir mal wieder um ein paar Punkte höher gekommen. Und es gibt ein R-Blade für diesen Gegner. Bam. Jawohl. Und ihr seht, das ist diese Laserklinge, die sie letztes Mal schon getragen hat. Und die macht ordentlich Schaden. Also, Cosmos ist eine Maschine. Das merken wir im wahrsten Sinne des Wortes. Sie macht wirklich einiges hier wett. Was sie an Schaden macht. Also, da müssten einige noch ein bisschen was drankommen. Ein Kran. Toll. Hier liegt alles. Hier ist bestimmt wieder eine Nose, sag ich doch. Na komm. Na komm. Willst du nicht mal kommen? Der will nicht. Gnosis. Jetzt kommt er. War wieder klar. Ich hoffe. Jawohl. Hat aber nichts gebracht. Schade. Ich hätte ihn hier drauflocken müssen. Dann hätte das richtig schön guten Schaden gegeben. Oh, jetzt sind hier zwei solche Fritz-Flitzpiepen dabei. Mal gucken, ob sie es jetzt schafft, so einen Gegner alleine niederzustrecken. Mit einem Spell Ray, nachdem er hier aufgelevelt ist. Ich bin mal gespannt. Also, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Shion. Ja, sie schafft es aber immerhin. Ja, gut gelevelt sind wir ja. Dann möchte ich mal sehen, was so ein R-Blade gegen diese Viecher macht. Der überlebt zwar dieses Krabbelvieh, aber egal. So. Und das war's für ihn. Er kippt um. Er boostet sofort. Oder Virgil hat ungeahnte Kräfte. Das könnte sogar was geben bei ihm. Und? Nö. Doch, jawohl. Punkte. Wir haben mit Virgil Punkte geholt. Super. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, gut, gut. Ist das jetzt auch beseitigt? Oh, die Kisten gehen kaputt davon. Oh. Also so zur Art als Kettenreaktion. Nachdem man hier alles kaputt macht. Haben wir noch irgendwas, was wir hier machen können? Irgendwie eine Kiste oder so? Nein, haben wir nicht. Wie dem auch sei. Es ist egal. Wir haben einiges hier bereinigt. Oh, oh, oh. Gegenstände. Die wichtig haben. Zwei Revives und noch ein Revive. Okay. Dann geht's hier lang weiter, Leute. Wir müssen ja in die Rettungskapseln. What are you people doing here?
This ship is about to capsize. Please make haste. Wait, Cosmos. Cosmos, do you understand what you've just done? My assigned duty is to protect Vector employees. Protection of military personnel is not part of my prime directive. That's no excuse! You have no right to go about killing people! Why did you shoot Lieutenant Virgil? With your power, you don't have to sacrifice anyone to- At that time, Lieutenant Virgil was in my direct line of fire. Any changes in my firing position to avoid Lieutenant Virgil while protecting you would have resulted in a 30% depreciation in my offensive capabilities. On the other hand, with the Lieutenant's death, there would only be a 0.2% drop in efficacy. I simply chose the option with the highest probability to keep you alive. Furthermore, the escape pod has a maximum capacity of 2 occupants. I believe it is obvious who gets priority. How can you even say that? Have you no conscience? Shion, you forget I am not human. I am merely a weapon. You, of all people, should be well aware of that fact. What is your decision? Will you board the escape pod, or will you not board the escape pod? If you wish to express remorse for his death, it is best that you survive. Otherwise, you will render his death meaningless. Come on, Chief. Let's go. Oh oh, Zeit für einen Bosskampf. Direkt vor diesem riesen Gegenstand. Tja, wir haben Skyfishes und einen Minotaur in der Gegend. Wir sollten uns in erster Linie mal erstmal um die Skyfishes kümmern. Ja, ihr habt gesehen, was da so los gewesen ist. Virgil leider nicht mehr unter uns weilend. Ja, was soll man dazu sagen? Shion ist ein bisschen arg darauf ausgerichtet, nur nach Anweisungen zu arbeiten. Ist auch klar, sie ist ein Roboter. Sie kennt das Ganze so um sich herum nicht. Und ich werde versuchen, erstmal nur auf die Skyfishes jemand erstmal einzugehen, dass ich die weghau. Denn danach kann ich mich um den Minotaurus kümmern. Um diesen Riese hier. Erstmal möchte ich den weghaben. Ja, der sollte erstmal kein Problem sein. Ich glaube, der ist jetzt kaputt. Der erste ist kaputt. Wir haben jetzt zum Glück diesen Scope. Oh, Thunderbolt auf Cosmos, kein Problem. Oha, kritischer Treffer jetzt, also sollte aber trotzdem kein Problem sein, diese Gegner zu plätten. Wir können sie zwar nur aus der Entfernung angreifen, aber ist kein Problem. Außerdem werden wir danach mit Shion mal boosten. Mal wieder. Dass sie danach sofort dran ist. So. Und jetzt haben wir sofort geboostet. Das heißt, wir können jetzt danach sofort angreifen. So. Und mal gucken, was wir jetzt erstmal machen. So. Was macht er jetzt? Hat er irgendwas angekündigt? Ich denke nicht. Das heißt, wir können erstmal ganz normal auf ihn einschlagen. Tja, viel Schaden ist das nicht, was Shion hier macht. Mit ihren Angriffen. Bam. Okay, das war okay. Dieser Spell Ray war in Ordnung. Diffusion Beam. Oh oh. Ich glaube, das ist seine Superattacke. Ja, kann man so ansehen. Ja, Cosmos, was machst du? Du wirst jetzt erstmal abwarten. Einmal. Sie hat jetzt einen Crit gelandet und ist jetzt auch im nächsten Zug dann zweimal dran. Denn sie muss, bei ihr muss ich ja immer warten, wie ich das mache mit den Zügen. Und danach kann ich wieder dann auch Shion boosten. Mal gucken, wie das hier läuft. So, bam, Spell Ray. Sehr gut. Klappt auch. Dann wollen wir mal.
Und die Arc Cannon am Ende hinterher. Ach, die Arc Cannon kann die auch so benutzen. Okay, das hätte ich wissen müssen. Aber das war nicht so meine Erinnerung. Bam. Schaut euch diesen Schaden an, den die Arc Cannon macht. Oh, Gathering Strength. In order to fire Pulsar. Na, ich glaube, dazu kommt er nicht. Ja, ist danach sofort dran. Ich möchte den Gegner einfach nur weg haben. Hier bringen die Tech-Punkte auch nicht immer allzu viel, wenn man auch beim Bosskampf auf die Tech-Punkte raus ist. Ich glaube, das war's, oder? Hat er überlebt. Er hat überlebt. Okay. Im nächsten Zug, jetzt kommt dieser Gravitationspuls. Und danach ist Cosmos dran. Ja, kein Problem, überleben wir. Und jetzt holen wir uns doch noch die Extra-Punkte. Immerhin holen wir sie uns. Und haben diesen Gegner beseitigt. Vierfache Punktzahl für ihn. Oh Mann, und dieser Gegner dankt gleich ab. Und zwar jetzt. Ihr seht, wie er ineinander fällt. So. Und jetzt, die Gegner wurden ausgeschaltet. Und wir bekommen 87 Tech-Punkte dazu, Leute. Das ist ja fast schon eine wahre Wonne. Und einiges an Ether und Special-Punkten. Skill-Upgrade S, super, haben wir auch. Kann man alles gebrauchen. Affirmative. The target object was not the original. Affirmative. It was an emulator. Roger. Upon deploying tracking device, I will depart immediately. As originally planned, I will head for Second Milsha. Ja, ihr habt jetzt gesehen, was da gerade alles passiert ist. Nachdem wir diesen Riesengegner besiegt haben,
wurde anscheinend dieses riesige Gegenständchen entwendet. Und Cosmos hat einige Gegner erstmal weggeschickt. Ich denke, das ist der geeignete Zeitpunkt, an dieser Stelle einen Schnitt zu setzen, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung. Wir werden uns das nächste Mal wiedersehen bei Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht. Und ich lasse euch freien Diskussionsstoff, denn es wird erst wieder zur nächsten Woche eine neue Episode kommen. Also, bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.